oben würde den Baseballschläger tippen, wie vorhin. Und dann den Stabsauger tippen würde einen Luftballon erhängen. Da hat er diesmal nicht so einen langen Weg, da kriegt schon richtig rangesaugt. Muss bloß richtig einstellen, die Rotation. Ja, aber sobald der am Baseballschläger-Typ ist, der haut den ja eine, der zieht den ja gleich eins drüber. Den ist halt egal, ob Freund oder Feind. Ich geh runter zu dem Ding, das ist doch super. Dann nimmt er den Ball direkt mit rüber und dann kannst du da vielleicht noch einen Explosionstyp hinmachen, der springt dann beide in die Luft und der Ball fliegt vielleicht dagegen. Mit ein bisschen Glück. So, okay, continue. Ah, oh, nochmal eine Tasse Kaffee einschütten. Ah, ich, genau, ich hole mir eben eine. Load game. Bis dahin kann ich ja loaden. Ist unten doch. Vielleicht haben wir auch was mit Trampolin, wenn er da reinfährt. Wie hast du das Level da eigentlich gerade geschafft? Baseballschläger-Typ, schräg den Ball schräg. Ball sag schon, das Brett schräg auf der rechten Seite. Baseballschläger hat ihn dagegen gehauen. Dann habe ich den Staubsauger-Typen ganz schräg hinter, ganz oben hinter das linke, links hinter das Loch gemacht? War ja im Prinzip bloß noch die Frage, wie du denn da wegkriegst, wie du denn da nach links kriegst dann. Dann warst du schon drin. Ja, wir haben einen Schritt weniger gebraucht als in der Lösung. Ich bin gleich wieder da. So, da bin ich. Play. So, wie meintest du das jetzt? Die Luftballon wie vorhin mit dem Sauger dran. Dann rotieren. Also erstmal den Sprengtyp da wieder an den Ball ran, damit er den Ball hochschleudert. Dann den Luftballon-Typen mit dem Staubsauger. Und oben links wieder den Baseballschläger-Typen. Und den anderen Sprengtypen dann unter das Gewicht, beziehungsweise ein Stück rechts von dem Gewicht und drunter. Genau. Sehr gut, der Typ ist gut. Das sollte vielleicht schon reichen. So, ihn mal testen. Besser steht der Typ noch. Hast du? Ja, den haut den gleich ein. Er muss ein bisschen tiefer machen mit seinem Luftballon. Der Gruppe fehlt auch noch irgendwas, ne? Sonst kommt der nicht rüber hier irgendwie zum Baseballschläger-Typ. Ja, da hätte ich nämlich anders rotieren den Lüfter.
den Staubsauger. Trampolini des Henker drinnen, geht sich das aus? Hm? Das Trampolini des Henker rein vielleicht? Ja, da fällt er dabei sowieso nicht rein in das Loch, oder? Ja. Kommt drauf an. Na, eigentlich dürfte er nicht reinfallen, wenn das so klappt, wie ich es mir gedacht habe. Oh. Na, noch ein bisschen flacher machen und dann könntest du an den Ball ransaugen. Darum muss ich einen Suizid-Typ hier haben. Na? Was war das denn? Was war das denn? Also, so war das aber nicht gedacht. Wo will er hin? Ja, ist weg. Wo will er hin? Wer will die Sauerei von den Explodiertypen wegmachen? Monster einfach. Käfer, wie manche andere Sachen. Moin, Messi. Moin. Aber wohl auch nix. Ich glaube, der Luftballon-Typ, der bringt's nicht. Er ist nicht stark genug, er saugt nicht stark genug. Ich glaube, du hast es besser, wenn du den Luftballon-Team wegmachst und da oben den Puster hinmachst, ja. Ja. Im Moment blockiert der Luftballon-Typ. Am besten den machst du weg. Ich hätte da auch noch eine Idee gerade. Oh je. Wenn du den. Der Puster, also der boostet ja nur hier nicht ein, oder? Ja. Mhm. Wenn normalerweise müsste der Alpha-Hitter-Typ eigentlich kommt, jetzt schießt er den jetzt eigentlich komplett drauf hier, deine der erste? Müsste. Der müsste. Wenn der Luftballon-Typ weg ist, dann müsste der hochschießen. Dachte ich mir nämlich ja, auch. Mach mal den Luftballon-Typen weg. Aber ja, könnte man nämlich da noch den Baseball-Spieler wieder ranbringen, nämlich. Ja, der Puster kann also zur Not Baseball-Spieler-Typ, ja. Ja. Der Ballon-Fuzzi macht halt gerade noch Kunststückchen eigentlich. So, was wollen wir jetzt haben? Ballon-Typ weg. Das war's, mehr nicht. Und jetzt erstmal los. Okay. Die Show kann beginnen. Hä? Der kommt wirklich raus, ne? Was ist das? Der Typ hat verpennt. Was ist das denn? Fehlzündung. Das war wohl. Warum ist denn nicht explodiert? Da hätte auch nicht den Billing-Sprengstoff nehmen sollen. Ah, das war knapp. Vielleicht mit ein bisschen Glück beim nächsten Mal fliegt er auch hin noch. Vielleicht Rakete hinmachen oder so? Ja, die fliegt immer gleich los. Die Rakete, glaube ich. Oder den Kanonentyp.
Ja, ja, ein bisschen Verzögerung. Kann man doch einen Timer einstellen, glaube ich, habe ich gesehen. Keine Ahnung. Oh, das war gut, aber es hatte keinen. Ja, jetzt hat da oben was gefehlt. Ja! Ja. Das hat da reingepustet immer hier oben. Da fehlt der zweite Al-Qaida-Typ jetzt. Ja, deswegen sag ich da unten die Rakete oder die Kanone reinmachen, dass die den Ball hochschießen. Trampolin rein. Passt nicht. Schon richtig probiert? Weil. Ja. Passt nicht. Probier nochmal. Oh, Kerl. Also, ey, sag mal, ja, guck mal. Auf das Gewicht muss man drauf kommen, irgendwie, das ist das Problem gerade. Ja, deswegen den explodiert geben. Ey, du kannst das Trampolin da nicht hinstellen, wenn der Typ da steht. Siehst du? Wenn du es leicht schräg stellst. Es geht nicht. Es geht dich schon aus, das war gerade da, ohne X. Das muss. War ganz kurz mal was ohne den Kreuzchen. Und nimm ich hängen. Schön um links und rechts mit verschieben. Geht nicht. Das scheint echt nicht runterpassen, fehlt echt noch ein Pixel oder so. Hä? Da sind plus Minus-Symbole dran, eigentlich sind die Minus-Symbole dran. Kannst du das Trampolin vielleicht kleiner machen? Ja. Ja, oder den. Ja, Quatsch. Ich würde es mit dem Kanonentyp versuchen. Der braucht so eine Sekunde ungefähr, zwei, bis er losdüst. Und bis dahin ist der Ball auch da oben. Frage ist, ob der den erwischt. Kannst du immer machen, den Kanonentyp da senkrecht drin stellen oder so. Oder ihn reinlegen, dass er den Ball alles hochklopft. Ja, doch nie den. Auf den Rücken legen einfach. Boah. Musst du Feuer drehen, wenn dann. Sonst passt du da unten wahrscheinlich nie drin. Ach, das ist doch für Zeitlimit, ey. Ja, das hätten sie sich ersparen können. Sehr merkwürdiges Level. Ich hätte noch viele Ideen, aber tja. Die Umsetzung ist ein bisschen komplizierter. Da hat die dicke Maus dran, ey. Vielleicht kannst du die dicke Maus als Trampolin benutzen. Timer, ja. Meinst du, wenn der Ball auf den Bauch von der dicken Maus fällt, dass er hochgeschossen wird? Möglich. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie lange der Ball da braucht. Da muss ich gucken, Timer wird zur Not mal höher stellen. Sehen wir ja dann. Was war denn das? Na, Timer muss höher. Der Springtyp macht, was er will.